Ja, Leute, herzlich willkommen zu Old School Nightmare. Mal wieder ein Games mal gezeigt. Isonator 2 hat mich darauf hingewiesen und ich sollte das mal zeigen und ja, schauen wir doch einfach mal rein. Das Ganze ist noch eine Alpha und scheint ein Framecap zu haben bei 63 FPS. Ja, das Ganze soll wohl ein Doom 2 Remake sein und ist noch etwas buggy. Ja, man muss dann bei jedem Start Fullscreen und die Auflösung erstmal einstellen wohl und ja, aber ansonsten ist das doch ganz funny. Ein wenig fluffy Doom, finde ich. Aber gut. Ansonsten sieht das natürlich sonst so ganz schick aus, ne? Coole Sache. Ja, es ist natürlich, wie gesagt, ja, es sieht halt sehr niedlich aus, ne? Also Doom kennen wir eigentlich anders. Na komm, sammeln wir ein hier. Ja, die Imps sind ziemlich niedlich, bis auf ihre Augen. Aber gut. Ja, Chain Gun haben wir. Okay. Schnell laufen. Wir können nicht springen mit der Leertaste oder so. Doppelläufige. Okay. Scrollrad-Waffen wechseln gibt's hier nicht. Hätte man ja von der Unreal Engine 4 erwarten können eigentlich, ne? Ich spiele das jetzt natürlich nicht zum ersten Mal, sondern hab das schon mal laufen gehabt, ja. Ich zeig's euch halt einfach mal. Kann ich das OneDrive, wo man drauf muss, um das runterzuladen, ja mal in die Videobeschreibung packen. Da kommt man nämlich auch nicht so einfach dran. Da muss man ein bisschen gucken, dass man da an den Download-Link kommt, beziehungsweise ja, dahin kommt, wo der richtige Download auch sitzt. Gibt ja diese Mod-DB, die Mod-Datenbank. Okay, waren wir schon. Da kam der her. Ich schieß mich hier mal so durch. Boah, der hat mich aber voll erwischt, wa? Raketenwerfer. Flash. Flash. Kann man mal machen, ne? Hat schon was. Echt cool. So, habe ich mir die Doppelläufige schön aufgehoben, ja? Ja. Gehen wir noch ins Exit. Musik ist auch ganz nett, ne? War immer dasselbe, aber gut. Hat man echt schick gemacht eigentlich, ne? Ich find's cool. Bitte gerne weiterentwickeln. Macht Laune. Hier geht die Post ab. Flammenwerfer. Irgendwann vorhin eingesammelt wohl, ne? Kann man mal machen.
Ja. Ja, das scheint tatsächlich ein Frame Cap zu haben bei 62 wohl, offenbar. So wie das alte Prey bei 63 eins hat. Ja. Naja. Nun aber. Ist ja nichts Schlimmes. Denn Wolfenstein, Old Blood und New Order, die waren ja auch irgendwie gecapped, ne? Oder man musste es cappen, wenn man V-Sync ausschaltete, weil es sonst einfach zu schnell läuft. Ne? Max Payne 2 könnte bei mir auch 2000 FPS produzieren. Macht nur keinen Sinn. Jetzt haben wir alles gekillt hier. Okay. Also nehme ich doch mal an. Jetzt müsste man nur das Exit finden, ne? Als Remake sehe ich das ehrlich gesagt gar nicht, weil die Maps sind nicht mehr annähernd so, wie man sie aus dem alten Doom 2 kennt. Ja. Noch mehr. Schwierigkeitsgrad ist ja offenbar nicht so ultra-violent. Das kennen wir schwieriger mit dem Doom. Na, hier kann man durchrushen wie ein Irrer. Ja. Okay. Und nun? Irgendwie haben wir jetzt alles durchlaufen, oder? Wieder zurück. Ist ja manchmal so bei Doom, ne? Ja, hier gab es die Rüstung. Hier läuft Linux, ne? Okay. Please develop that. Make it finish. That's nice. Ja, soll das hier schon vorbei sein mit der Alpha? Dass man hier nicht mehr weiter kann irgendwie oder so? Ich weiß es nicht. Alles weggeschnetzelt, was wegzuschnetzeln ging. Ich laufe schon wieder zurück. Klasse. Kann man hoch noch, ne? Wo waren wir ja? Dann kommen wir hier wieder runter. Also ich nehme mal an, dass das hier vorbei ist mit der Alpha. Haben wir es schon durchgespielt, ja? Cool. Unter 10 Minuten. Jetzt bin ich der absolute Doom-Guy, ne? Tja, na gut. Dann soll es das dazu gewesen sein. Fürs Erste. Und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Oder besser.